Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Hallo und herzlich willkommen zu Rohrfunk, dem Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. In unserer ersten Folge zum Auftakt von Rohrfunk beschäftigen wir uns mit dem Zustand der öffentlichen Kanalisation in Deutschland. Seit Mitte der 80er Jahre führt die DWA, die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., regelmäßig Umfragen zum Zustand der Kanalisation in Deutschland durch. Im Dezember vergangenen Jahres ist die letzte Studie erschienen. Über die Erhebung und vor allem über die Ergebnisse der Umfrage unterhalte ich mich heute mit Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH, sowie Jonas Schmidt. Er ist Fachreferent bei der DWA und Mitautor der Studie. Hallo Herr Schmidt. Hallo Herr Stentrup, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ja, hallo. Vielleicht die erste Frage an Sie, Herr Schmidt. Sie haben ja maßgeblich an der Studie mitgearbeitet. Was ist das Ziel der DWA-Umfrage? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier bei der Pilotfolge quasi dabei zu sein. Also wie Sie gerade schon gesagt haben, die DWA-Umfrage wird ja seit 1984 durchgeführt und es ist eigentlich immer unser Ziel, ein möglichst repräsentatives Bild der öffentlichen Kanalisation in Deutschland wiederzugeben. Das ist zum einen, dass wir da den Zustand beschreiben wollen und auf den Sanierungsbedarf eingehen. Wir beschäftigen uns auch immer mit den Grundstücksentwässerungsanlagen und wollen da so ein bisschen den Status quo darstellen. Und es gibt jetzt auch seit dieser Umfrage Sonderthemen. In der Umfrage haben wir uns jetzt mit dem Thema Drainagen beschäftigt, weil wir aus unseren Gremien gehört haben, dass es da noch keine einheitliche Behandlung mit Drainagewasser gibt und wir da gerne erstmal einen groben Überblick erhalten wollen, wie es in Deutschland behandelt wird und wo da unter Umständen Probleme liegen könnten. Sie haben ja schon gerade gesagt, welche Themen behandelt werden in der Studie. Wie wird denn die Umfrage erstellt? Vielleicht können Sie dazu kurz noch etwas sagen und wie repräsentativ ist die Umfrage, wenn man im Hinblick auf ganz Deutschland? Also wir schreiben da quasi Kommunen an, die Mitglied in der DWA sind. Also wir haben konkret ungefähr 2400 Kommunen angeschrieben. Haben dann vorher eigentlich noch den Fragebogen erarbeitet, einmal mit den Fachleuten aus unseren Gremien und in Zusammenarbeit auch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Und aus Datenschutzgründen haben wir das Ganze, quasi haben die Kommunen einen Token bekommen, also einen gewissen Code, mit dem sie sich dann online bei der Umfrage einloggen konnten. Wir haben das jetzt über die Software Lime Survey gemacht. Und wir machen die Umfrage immer zusammen, also in den letzten Jahren immer in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen, die uns da hilft, die Daten auszuwerten. Weil es ist natürlich eine riesige Datenflut, die dann ausgewertet werden muss. Und die haben vor allen Dingen die Daten plausibilisiert und ausgewertet. Und schlussendlich sind wir dann jetzt so in der aktuellen Umfrage bei so Antworten von 423 Kommunen angekommen. Also da gibt es natürlich einige Kommunen, die vielleicht immer nur einen Teil der Fragen beantworten. Und wenn der Teil halt zu gering ist oder die nicht plausibel genug sind, müssen wir die leider dann aus der Umfrage halt rausnehmen. Und ja, man sieht in der Umfrage ja auch dann, dass die 423 Kommunen nicht zu jeder Frage antworten konnten. Also wir haben ja dann immer dann zu den einzelnen Antworten die Stichprobengröße quasi angegeben. Und ja, was die Repräsentanz angeht, also die Antworten geben quasi ungefähr 35% der Bevölkerung wieder und 21% der Kanalisation in Deutschland. Also da sieht man halt, dass es eine große Repräsentanz ist und dass sich da eine Tendenz ablesen lässt mit einer hohen Aussagekraft. Allerdings weisen wir auch immer darauf hin, dass das quasi die Ergebnisse der befragten Kommunen sind. Und deswegen haben wir seit der letzten Umfrage von 2015 die Hochrechnung eingeführt. Da nehmen wir quasi die Daten, die wir erhalten haben und rechnen dann die mit den Daten vom Statistischen Bundesamt hoch. Und da kann man dann schon sagen, die geben quasi den Wert für Deutschland wieder. Laut der Studie sind ja weniger als ein Fünftel der öffentlichen Kanäle kurz- bis mittelfristig sanierungsbedürftig. Demgegenüber stehen rund 13,5% der Kanäle, die noch nicht inspiziert sind. Andersherum formuliert, etwa 27% der Kanäle werden als mängelfrei bezeichnet. Was bedeutet das denn für die reale Schadensquote?
Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, bei den Hochrechnungen gehen wir dann eigentlich davon aus, dass es quasi den Wert für Deutschland wiedergibt. Und da haben wir dann quasi die 18,7% der Kanäle, die kurz- bis mittelfristig sanierungsbedürftig sind. Also das ist ja quasi die Zustandsklassen 0 bis 2, die da zusammengefasst werden. Und hier wird dann quasi ein Gesamtbild von Deutschland gezeigt. Aber es kann natürlich sein, dass es dann Kommune A ein vielleicht deutlich besseres Kanalnetz hat als hier in der Umfrage gezeigt und Kommune B dann vielleicht ein deutlich schlechteres. Also das können wir nicht ganz wiedergeben, aber ein Gesamtbild für Deutschland können wir hier quasi schon zeigen. Spiegelt sich das Ergebnis denn auch in Ihrem Alltag wieder, Herr Stentrup? Ja, uns stehen natürlich nicht so belastbare oder statistisch belastbare Zahlen zur Verfügung wie der DWA. Aber wir betreiben ja selber auch Kanaluntersuchungen und da haben wir sowohl Licht wie auch Schatten. Also einerseits sind viele Kommunen mit turnusgemäßen Inspektionen oder jährlichen Sanierungsprogrammen sehr aktiv. Gleichzeitig bekommen wir aber auch regelmäßig Videos von beschädigten Kanalhaltungen auf den Tisch, wo man sich schon fragt, warum schadhafte Zuläufe oder undichte Muffenverbindungen so lange unentdeckt oder unbearbeitet bleiben. Es geht ja hier teilweise auch um Bausünden der Vergangenheit, die ja nicht plötzlich entstanden sind. Aber ich sag mal, unterm Strich kann man sagen, viele Kommunen sind hier schon sehr aktiv. Gerade die größeren Kommunen beobachte ich so im Ausschreibungsgeschehen, dass da große Rahmenverträge und auch recht viele Sanierungspakete ausgeschrieben werden. Ich glaube, im ländlichen Raum wird es manchmal ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Leute in den Tiefbauämtern neben den Abwasserkanälen vielleicht sich auch gleichzeitig noch um den Friedhof oder den Spielplatz kümmern müssen. Ja, also das ist so unsere Wahrnehmung. Vielleicht nochmal an Herrn Schmidt. Die DWA führt ja bereits seit 1984, 85 regelmäßig Umfragen zum Zustand der Kanalisation durch. Wie hat sich denn der Zustand über diesen Zeitraum verändert? Gibt es da eine Tendenz? Ja, also es ist ein bisschen schwierig, die vergangenen Umfragen, also die ziemlich alten mit den aktuellen zu vergleichen, weil es gibt natürlich da dann immer unterschiedliche Datenbasen. Also bei den ersten Umfragen war die Teilnehmendenzahl noch geringer als bei den aktuellen. Und deswegen haben wir eben 2015 dann diese Hochrechnung angefangen. Was man aber, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, dass man erstmal jetzt, wenn wir dann in die 1984er Jahre gehen, dass dann erstmal Bewusstsein ein bisschen mehr geschaffen werden musste für die Branche und für die Kanalisation und was das überhaupt bedeutet. Das sieht man auch an den gerade schon angesprochenen Teilnehmerzahlen, dass die dann halt stetig eigentlich gestiegen sind. Dann hat sich natürlich seitdem auch der Kenntnisstand des Kanalnetzes, aber auch der generelle Kenntnisstand verbessert. Also wenn man sich das technische Regelwerk anguckt, was seitdem ja herausgebracht wurde, sei es von der DIN, sei es von uns, von der DWA, oder dann darauf aufbildende Fortbildungen und Seminare. Es gibt mittlerweile neue Ausbildungsberufe und Studiengänge. Also ich glaube, dass die Kenntnis da schon allein viel dazu beigetragen hat, dass da ein deutlich höheres Bewusstsein ist. Und in der Branche war es sowieso schon hoch und ist jetzt vielleicht noch höher. Also man kann auf jeden Fall sehen, wenn man jetzt sich wirklich nur die Hochrechnung anguckt, das ist zwar nur eine leichte, aber eine Verbesserung innerhalb dieser Zustände vom Jahr 2015 bis zum Jahr 2020 gab. Ist das auch Ihr Eindruck, Herr Stentrup? Ja, also ich kann natürlich nicht bis 1984, 85 zurückblicken. Ich bin erst seit 2005 in der Branche, aber kann auf dem aufbauen, was Herr Schmidt schon gesagt hat. Also was sich definitiv verbessert hat, ist das Qualitätsniveau bei den Sanierungsmaßnahmen. Also dank Normen und Regelwerken und natürlich auch Erfahrung bei Herstellern, Auftraggebern und ausführenden Unternehmen hat sich die Qualität der Sanierungsmaßnahmen schon massiv verbessert. Da haben natürlich auch Normen und Regelwerke zu beigetragen, auch aus der DWA, wenn ich zum Beispiel an die Regelstatiken für Schlauchliner oder die Materialprüfungen denke. Das gilt aber übertragen natürlich auch für die offene Bauweise. Da gibt es heute ganz clevere Techniken zur Anschlussanbindung, zur Schachteinbindung, Verbindungssysteme. Das alles trägt ja dazu bei, dass wir weniger Mängel bauen und so langlebigere Kanäle entstehen. Also der Trend geht da in meiner Wahrnehmung auch nach oben. Vielleicht nochmal einmal zurückzukommen auf die Studie und die Ergebnisse der Studie. Gemäß der Studie wird jedes Jahr rund 1% des öffentlichen Kanalnetzes in Deutschland saniert. Was bedeutet das denn für den Zustand der Kanalisation? Reicht das oder muss da mehr getan werden? Also diese 1% hören sich natürlich erstmal immer relativ gering an, aber man muss sich das mal in Relation setzen. Also es sind quasi ungefähr 6.000 Kilometer Kanalnetz, was jährlich saniert wird. Sich das mal vorstellen zu können, das wäre quasi die Luftlinie von Bonn nach New York. Also das ist schon eine ganze Menge Arbeit, die da die Branche leistet. Und da sieht man auch die erfolgreiche Arbeit quasi der Abwasserwirtschaft. Ich bin ja gerade schon darauf eingegangen, dass sich auch der Zustand seit 2015 leicht verbessert hat. Also auch da geht es mehr und mehr voran. Es ist natürlich aber auch so, dass
immer mehr Kanalnetz dazukommt. Also jährlich werden so und so viele neue Kanäle gelegt und dass da diese Sanierungsrate langfristig nicht ausreicht. Also man müsste langfristig dann doch mehr in die Sanierung des Kanalnetzes investieren. In unserer Umfrage haben wir da auch nachgefragt, ob das Bewusstsein da ist. Und das war bei 60% der Befragten haben halt geantwortet, ja, das Bewusstsein ist da. Es muss eigentlich mehr gemacht werden. Der Sanierungsaufwand muss erhöht werden. Wie hoch sind denn da die wirtschaftlichen Zwänge der Kommunen? Das Bewusstsein ist ja auf jeden Fall da, aber ja, ist denn aus Ihrer Sicht seitens der Politik und Gesellschaft ein ausreichendes Bewusstsein darüber vorhanden, dass höhere Investitionen nötig sind? Also ich würde mal bei den Kommunen anfragen, die haben wir ja auch, also die haben wir abgefragt und da haben wir dann auch nachgefragt, woran es denn liegt, dass teilweise Kanäle noch nicht saniert wurden. Und da war es häufig so, dass es an Zeit gemangelt hat. Bei manchen Kommunen hat es auch am Geld gemangelt und viele haben halt auch angegeben, dass der Fachkräftemangel ein großes Problem ist. Und ich denke, dass man da auch zukünftig in der Branche dann verstärkt einen Fokus drauf legen muss. Ich hatte vorhin schon die Seminare und Fortbildungen angesprochen. Wir als DWA bieten zum Beispiel den zertifizierten Kanalsanierungsberater an. Und was das Thema Öffentlichkeitsarbeit angeht, da muss auch noch mehr nach außen kommuniziert werden, weil das die Kanalsanierung ja auch im Interesse des Gebührenzahlers oder der Gebührenzahlerin ist. Also, falls es da irgendwann zu Gebührenerhebungen kommt, muss man das halt so kommunizieren, dass es jeder versteht. Also, wenn irgendwann dann theoretisch das Thema vierte Reinigungsstufe oder sowas angesprochen wird, dann zahlen wir ja bisher einen relativ geringen Teil eigentlich dafür, dass wir sauberes Wasser, Trinkwasser aus der Leitung erhalten. Und jetzt durch die Corona-Krise darf es natürlich nicht sein, dass dann in zukünftig durch die angespannte Situation in den Kommunen die Investitionen, was die Kanalisation angeht, zurückgehen. Ich wollte nochmal auf die 1% der Sanierungsquote zurückkommen. Vielleicht auch ein bisschen provokanter. Wir haben ja in der Studie gesehen, dass sehr viel Reparaturverfahren und Renovierungsverfahren eingesetzt werden. Diese Verfahren, da reden wir über Lebensdauern bei der Reparatur von irgendwo zwischen 5 und 15 Jahren und bei der Renovierung vielleicht von 40, 50 Jahren. Das heißt aber ja auch, wenn ich 1% im Jahr der Kanäle saniere, müsste ich ja eigentlich Sanierungsverfahren nehmen, die 100 Jahre Lebensdauer haben, um einen Werterhalt im volkswirtschaftlichen Sinne zu erreichen. Also so gesehen denke ich schon, da muss noch ein bisschen was passieren, damit wir da nicht weiter von der Substanz leben. Vielleicht können wir in dem Kontext auch einmal über den Wert des deutschen Kanalnetzes sprechen, weil ich habe da eine Erinnerung, das ist eine ziemlich große Summe. Können Sie mir einmal sagen, wie viel diese Summe ungefähr ist, also die einmal beziffern? Ja, also ein konkreter Wert ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil da gibt es unterschiedliche Rechnungsansätze, wie man das bestimmen kann. Wir gehen davon aus, dass die öffentliche Kanalisation rund 700 Milliarden Euro wert ist, der da unter der Erde liegt. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass die Länge der privaten Anschlussleitung ungefähr nochmal doppelt so lang ist wie das öffentliche Netz, dann weiß man, was da eigentlich für ein Vermögen unter der Erde liegt. Vielleicht zum Thema Sanierung. Laut der Studie hat der Anteil der Renovierungsverfahren etwas zugenommen. Der Anteil der Reparaturverfahren ist weiterhin am größten, hat jedoch ebenso wie die Erneuerung abgenommen. Was sind die Gründe für diese Entwicklung und wie bewerten Sie diese? Ich würde hier auch wieder eher die langfristigen Trends mir angucken. Also ich würde eher sagen, dass die Renovierungsverfahren eigentlich relativ konstant geblieben sind. Die schwanken immer so zwischen 20 und 25%. Aber die Erneuerungen sind, wie Sie gesagt haben, auf jeden Fall zurückgegangen und dafür die Reparaturen angestiegen. Und das hatte ja gerade auch schon der Herr Stendrup angesprochen, was die Nutzungsdauern der einzelnen Verfahren angeht. Also es ist ein bisschen besorgniserregend, dass die Reparaturverfahren weiter einen Zuwachs bekommen, weil man da natürlich nur kurzfristige Verbesserungen des Netzes bezweckt. Und irgendwann müssen dann diese Kanäle oder diese Leitungen dann trotzdem wieder saniert werden. In dem Kontext, welche Strategien und Ansätze sind denn im Hinblick auf den langfristigen Werterhalt und der zukunftsorientierten Nutzung der Kanäle gefragt? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja. Also es gibt bei uns das Merkblatt 14314, da werden verschiedene Sanierungsstrategien vorgestellt. Da gibt es den Ansatz nach Substanzwert, es gibt einen Mehrspartenansatz, es gibt einen gebietsbezogenen Ansatz. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es ist natürlich immer Voraussetzung, dass man ziemlich umfassende Kenntnisse über sein eigenes Kanalnetz hat. Und da sind verschiedene Aspekte, die mit betrachtet werden müssen, sei es aus technischer oder betrieblicher Sicht, aber auch aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht. Und in der Umfrage sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich es keinen einen perfekten Ansatz gibt oder keine eine
perfekte Strategie, sondern dass man da immer mit einer Kombination aus mehreren dieser Ansätzen arbeiten muss. Und da muss man halt versuchen, irgendwie eine gesamtwirtschaftliche Sanierungsstrategie zu erreichen. Oder könnte man grundsätzlich sagen, welche Sanierungsverfahren nachhaltiger sind und welche weniger nachhaltig sind? Oder ist das wirklich auch abhängig von dem Projekt und von dem Zustand? Ja, also ich glaube, man muss da immer sich das Kanalnetz vor Ort anschauen. Eine generelle Aussage ist da schwierig zu treffen. Es ist natürlich immer gut, wenn man proaktiv handelt und irgendwie die Nutzungsdauer des Gesamtsystems betrachtet und versucht, diese zu verlängern. Da muss man natürlich aufpassen. Also Renovierung und Erneuerung sind natürlich langfristigere Verfahren. Bei kleineren Einzelschäden kann man auch mal eine Reparatur einsetzen, aber irgendwann hat man halt keine Substanz mehr der Kanalisation oder der Haltung. Also es ist schwierig, da eine konkrete Aussage zu treffen. Das ist immer abhängig, also auch vor Ort. Es kann ja auch sein, dass also eine Sanierung des Kanals hat ja nicht immer nur was mit Schäden zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, dass vielleicht der Umbau vom Misch- ins Trennsystem kommt, irgendwelche gesetzlichen Rahmenbedingungen greifen oder es kann ja auch sein, häufig ist ja auch die hydraulische Leitungsfähigkeit dann das Problem, dass man sagt, der Kanal fasst nicht mehr genug, der muss mehr fassen und dann kommt es da zu einer Sanierung bzw. zu einer Erneuerung dann. Machen Sie diese Erfahrung oder ist das so auch so Ihre Meinung, Herr Stentrup, also in Ihrem Alltag? Ja, die Wahl des Sanierungsverfahrens hängt also ganz klar, wie Herr Schmidt ja auch schon sagte, von der Schadensverteilung ab. Muss ich natürlich unterscheiden, habe ich punktuelle Schäden, habe ich Streckenschäden, die immer wiederkehrend kommen? Welche Rahmenbedingungen habe ich ansonsten? Also Tiefenlage des Kanals, welche statischen Belastungen, was für ein Abwasser wird überhaupt abgeleitet? Da gibt es ja auch noch unterschiedliche Anforderungen. Kurzum muss man die Langlebigkeit, aber natürlich auch die Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf behalten. Und das kann ja auch von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich sein. Andererseits hat eine Kommune vielleicht auch eine eigene Strategie, wie sie damit umgeht. Und das Ganze kann ja zum Beispiel auch bei einem Industriebetrieb schon wieder ganz anders aussehen. Also von daher bin ich da bei Herrn Schmidt, dass man sagt, okay, man muss sich das Netz angucken, man muss die Rahmenbedingungen kennen und dann eine saubere Strategie festlegen und die dann umsetzen. Idealerweise eben über mehrere Jahre mit einem konstanten Budget, dann kann man auch was erreichen. Aus Sicht des Umweltschutzes bringt ja die geschlossene Bauweise Vorteile mit sich. Wird diese denn in der Praxis häufig genug angewandt oder wird doch oftmals der offenen Bauweise Vorrang gegeben? Ja, also da ist das Verhältnis bei der Erneuerung immer noch so, dass es ungefähr 3/4 die offene Bauweise angewandt wird und nur 1/4 die geschlossene. Allerdings, wenn man sich da den Trend anguckt, also das sieht man vor allen Dingen in der Umfrage von 2015, da gibt es da eine schöne Tabelle zu. Natürlich, das, was wir vorhin schon festgestellt haben, geht die Erneuerung weiter zurück. Allerdings geht der Trend mehr in Richtung geschlossene Bauweise. Also wenn wir irgendwie 2001 hatten wir quasi 90% wurden in offener Bauweise erneuert und mittlerweile sind es jetzt nur noch 76%. Also man sieht da schon einen Trend, wobei auch immer noch, wie ich am Anfang gesagt habe, das Verhältnis noch sehr auf der Seite der offenen Bauweise ist. Und das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass die Techniken halt im Rahmen der geschlossenen Bauweise immer besser werden. Ja, da ist vielleicht der Herr Stentrup der bessere Ansprechpartner, der die ja anwendet. Also vielleicht können Sie da noch was ergänzen, Herr Stentrup. Jedes Sanierungsverfahren hat irgendwo seine Berechtigung und auch seine Grenzen. Und es gibt Schäden, die kann man grabenlos sehr gut beheben, auch langlebig beheben. Es gibt aber eben auch Schäden, da hilft nur noch die offene Bauweise. Ich muss aber auch sagen, ich bin grundsätzlich total begeistert, wie viel unsere Branche grabenlos, also minimalinvasiv leisten kann. Ja, da geht ganz viel, ohne dass der Bürger oder der Anlieger über Wochen belästigt wird, sondern da sind dann manchmal Tages- oder Wocheneinsätze und die Kommune kann sich dann wieder über 40, 50 Jahre Lebensdauer freuen. Klima- und Umweltschutz wird ja auch in vielen Bereichen stark diskutiert. Zum Beispiel resultieren ja strengere Emissionsvorgaben in der Autoindustrie daraus, dass verstärkt auf umweltfreundliche Antriebe gesetzt wird. Gibt es in der Abwasserbranche eine vergleichbare Debatte? Positive Ansätze, die einen besseren Zustand der Kanäle und vor allem mehr Umweltschutz im Fokus haben und forcieren? Ja, das auf jeden Fall. Also die DWA ist ja auch ein Umweltverband. Und wir sind da natürlich immer beratend mit dabei. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Von der vorhin schon angesprochenen 4. Reinigungsstufe, wo quasi bezweckt wird, dass Mikroplastik, was vermehrt in der Umwelt auftritt, aus den Flüssen, Seen und Meeren zu bekommen. Spurenstoffe, die auch entfernt werden sollen oder Arzneimittel. Dann natürlich die Klärschlammverwertung, die da umweltfreundlicher gestaltet werden soll. Und das Thema Gewässerschutz wird bei uns auch viel mitbehandelt. Also da sind viele